Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und heute gibt es ein richtig cooles weiteres Highlight auf unserem YouTube-Kanal. Du kennst vielleicht und mit aller Wahrscheinlichkeit nach unser Plexus Brachialis Video. Und ihr habt es so gefeiert, ihr habt so nette und super tolle Kommentare drunter geschrieben. Das Video hat mittlerweile fast 100.000 Aufrufe und viele von euch haben Happy Hippocampus uns oder mich auch angeschrieben, ob es nicht noch weitere Gedächtnispaläste Merk-Videos zu den Nerven und so weiter gibt. Und heute ist es endlich soweit. Und heute und in diesem Video gibt es eben ein neues Merkvideo bzw. einen neuen Gedächtnispalast zum Plexus Lumbalis. Weil sich so viele gewünscht haben, ja, sind wir eurem Wunsch nachgekommen. In diesem Video findest du also einen Teil von der ganzen Serie vom Plexus Lumbalis. Und in diesem Merkvideo oder Gedächtnispalast erfährst du oder lernst du zum einen allgemeine Infos zum Plexus Lumbalis und du lernst schon viele weitere Fakten zum ersten Nerven, zum Nervus iliohypogastricus. Ja, und solltest du jetzt noch nie mit einem Merkvideo, Gedächtnispalast oder so von uns gelernt haben oder kennst vielleicht auch nicht das Plexus Brachialis Video, gar kein Problem, nur ich kann dir ans Herz legen, lass dich einfach mal drauf ein und du wirst sehen, wie schnell du dir die Sachen merken kannst, dass du dir die Sachen auch langfristig einprägen kannst und das oft schon nach einmaligem Anschauen. Also probier es einfach mal aus, bleib dran, schau dir das komplette Video an. Und in diesem Sinne sage ich dir viel Spaß beim Anschauen. Wenn dir das Video gefällt oder du anderen damit helfen kannst, teile das Video gerne. Aber jetzt geht's los mit dem Plexus Lumbalis. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Heute zeigen wir dir einen Gedächtnispalast zum Plexus Lumbalis, mit dem du dir die verschiedenen Nerven ganz einfach merken kannst. Beim Plexus Lumbalis handelt es sich um ein Nervengeflecht aus den Spinalganglien TH12 bis L4. Aber keine Sorge, wir haben dazu gleich auch noch eine Merkhilfe für dich. Der gelbe Rand rund um das ganze Video erinnert dich daran, dass es sich bei diesem Video um Nerven handelt. Lass uns doch einfach direkt mal starten. Hoppla! Hier ist gerade einfach ein Lumpensack die Treppe heruntergepurzelt und hätte uns fast umgenietet. Na, das fängt ja gut an heute. Der Lumpensack steht für den Plexus Lumbalis. Und der ist gerade total laut die Treppe heruntergepurzelt. Richtig nervig. Mit der Tatsache, also dass der Lumpensack nervig ist, können wir uns merken, dass der Plexus Lumbalis ein Nervengeflecht ist. Huch, guck mal, vor dem Lumpensack liegt ja ein Haufen Äste mit lauter Ameisen darin. Wow, ein richtiger Ameisenbau. Wahrscheinlich hat er sich in den zahlreichen Löchern des Lumpensacks verheddert und wurde so hier reingetragen. Die Äste stehen für Rami und die Ameisen heißen ja im Englischen Ants und stehen deswegen für Anterior. Hier merken wir uns also die Rami anterioris. Der Plexus lumbalis ist nämlich ein Nervengeflecht aus den Rami anterioris der lumbalen Spinalnerven. Und aus welchen Spinalnerven genau der Plexus lumbalis gebildet wird, gucken wir uns jetzt an. Der Lumpensack erwacht ganz plötzlich zum Leben und zieht einen Tisch aus seinem Inneren hervor. Was hat er denn jetzt damit vor? Meine Güte, jetzt schlägt der Lumpensack ein Dutzend Mal mit dem Tisch gegen die Tür. Also normales Klopfen hätte es ja wohl auch getan. Doch was er auch versucht, der nervige Lumpensack, also ich meine, spätestens nach dieser Aktion musst du mir zustimmen, dass der Lumpensack nervig ist, der wird nicht reingelassen. Drinnen befindet sich nämlich ein krankes Hippo und das braucht dringend seine Ruhe und nicht jemanden, der die Treppe herunterfällt und die ganze Zeit gegen die Tür hämmert. Puh, riechst du das? Der Lumpensack, der ist nicht nur nervig, sondern der stinkt auch noch bestialisch. Uah, das riecht fürchterlich. Was hat denn jetzt der Lumpensack vor? Aus Wut darüber, dass er wohl nicht rein darf,
zieht der Lumpensack nun einen Golfschläger und dazu auch noch einen Stuhl aus seinem Inneren hervor und schlägt mit dem Golfschläger jetzt unentwegt, oh weia, auf den Stuhl ein, bis dieser in 1000 Holzsplitter zerfällt. Der Plexus lumbalis stammt, wie anfangs schon erwähnt, aus den Spinalganglien TH12 bis L4. Der Tisch fängt ja mit einem T an und hört mit einem H auf und steht deswegen bei uns für TH. Mit der Tatsache, dass der Lumpensack ein Dutzend, also genauer gesagt 12 Mal mit dem Tisch gegen die Tür schlägt, können wir uns merken, dass der Plexus beim Spinalnerven TH12 beginnt. Der letzte Spinalnerv ist der Spinalnerv auf Höhe L4. Der Golfschläger steht hier für den Buchstaben L. Einerseits erinnert ja der Golfschläger optisch an den Buchstaben L, aber andererseits bewegt man beim Golfschlagen auch die Lendenwirbelsäule. Und die steht ja für das L in L4. Der Stuhl hat 4 Beine und steht deswegen bei uns für die Zahl 4. Hier haben wir also den Spinalnerven L4. Insgesamt entstammt der Plexus lumbalis, also den Spinalnerven TH12 bis L4. Damit kennst du jetzt schon die allgemeinen Fakten zum Plexus lumbalis. Weiter geht es mit den einzelnen Nerven des Plexus. Für die schnelle Merkhilfe gibt es auch einen sehr bekannten Spruch, den du vielleicht schon mal gehört hast. In Indien gibt's kein frisches Obst. Dieser Spruch hilft dir, um dir die folgende Reihenfolge der Nerven zu merken. Nervus iliohypogastricus, Nervus ilioinguinalis, Nervus genitofemoralis, Nervus cutaneus femoris lateralis, Nervus femoralis und Nervus obturatorius. Gehen wir doch am besten nochmal unseren Merksatz mit den passenden Anfangsbuchstaben für die Nerven durch. In Indien gibt's kein frisches Obst. In für Nervus iliohypogastricus. Indien für Nervus iliohypoinguinalis. Gibt's für Nervus genitofemoralis. Kein für Nervus cutaneus femoris lateralis. Frisches für Nervus femoralis. Und Obst für Nervus obturatorius. Los geht's mit dem ersten Nerven, dem Nervus iliohypogastricus. Na, dann lass uns doch einfach mal hier in die Wohnung gehen. Ach, guck mal, dort sitzt ja das schniefende, kranke Hippo. Es hat sich unter die Wärmelampe gekuschelt, weil ihm so kalt ist. Aber es ist zum Glück nicht alleine. Zu ihm hat sich ein Gast gekuschelt, der ganz üble Magenschmerzen hat und sich deswegen an der Wärmelampe wärmt. Er scheint wohl mit dem Fahrrad hierher geradelt zu sein. Zumindest hat er seinen Helm hier an der Garderobe aufgehangen. Und das trotz der schlimmen Magenschmerzen. Aua. Das nenne ich mal Einsatz. Meinst du, er hat sich die Krankheit bei seinen Reisen angefangen und nun das arme Hippo angesteckt? Wie auch immer, die beiden tun mir wirklich leid, wie sie sich da so aneinander krümmen. Hier merken wir uns den Nervus iliohypogastricus. Krank bedeutet ja im Englischen ill. Und da unser Hippo ja so krank ist, merken wir uns damit ilio. Das Hippo steht für Hypo. Unser krankes Hippo ist also ein iliohypo. Jetzt fehlt nur noch der letzte Teil des Wortes. Der Gast, der ja üble Magenschmerzen hat, steht bei uns für gastricus. Da das lateinische Wort gasta ja im Deutschen Magen ist, hat er außerdem Magenschmerzen. Aua. So kannst du dir das vielleicht noch besser und einfacher merken. Insgesamt
ist also der erste Nerv des Plexus lumbalis der Nervus iliohypogastricus. Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Das Hippo ist plötzlich so sauer auf den Gast, weil dieser ihn angesteckt hat, dass es ein Gewehr und einen Golfschläger aus der Garderobe zieht. Die scheint da wohl jemand für alle Fälle versteckt zu haben und damit jetzt auf den Gast losgeht. Der Gast schafft es gerade noch rechtzeitig, sich hinter einen Tisch zu retten, als das Hippo ein Dutzend Mal in seine Richtung schießt. Puh, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Das Gewehr steht bei uns für die Zahl 1, da es senkrecht aufgestellt so ähnlich aussieht wie eine 1. Den Golfschläger kennen wir ja schon von gerade eben. Weißt du noch, wofür der stand? Ganz genau, für den Buchstaben L. Hier haben wir also das Segment L1. Der Tisch steht wieder für TH und das Hippo hat hier ein Dutzend, also genau genommen 12 Mal, auf den Tisch geschossen. Hiermit merken wir uns also TH12. Der Nervus iliohypogastricus entstammt also den Segmenten TH12 bis L1. Nach diesem nervenaufreibenden Zwischenfall ist dem Hippo immer noch kalt und frostig. Es will sich seine Füße wärmen und hüpft deshalb runter zum Schuhregal. Schon viel besser. Das Hippo hat nämlich genug von irgendwelchen Gästen, die Krankheiten mit sich bringen und möchte deswegen so schnell wie möglich aus dem Flur raus. Doch so einfach ist das gar nicht. Hier klebt nämlich so ekeliges Aas an diesem Schuh. Da ist wohl jemand reingetreten und hat nichts ahnend das Aas hiermit in die Wohnung hereingeschleppt. Und das Aas, das stinkt vielleicht abartig nach Verwesung. Nanu, jetzt rollt plötzlich ein Major, also ein Soldat der Bundeswehr, aus dem Schuhregal hervor. Hilfe! Was ist denn jetzt los? Jetzt ist der Major einfach dieses ekelige Aas. Scheinbar hat der Major sich unter dem Schuhregal versteckt und nur auf den richtigen Moment gewartet, um das Aas zu essen. Der Major muss ja ganz schön abgehärtet sein, dass er einfach das so ekelige Aas isst, ohne mit der Wimper zu zucken. Er ist auf jeden Fall nicht so zimperlich wie unser Hippo und hat auch keine Angst, sich bei irgendwelchen Gästen anzustecken. Das kranke Hippo hingegen möchte so schnell wie möglich verschwinden und quetscht sich deswegen lieber hinter dem Major, der immer noch seelenruhig das ekelige Aas verspeist, hindurch, da der Geruch vorne einfach zu widerlich wäre. Ab hier merken wir uns den Verlauf des Nervus iliohypogastricus. Das Hippo steht ab jetzt stellvertretend für den gesamten Nervus iliohypogastricus. Mit dem so ekeligen Aas, das unser Hippo findet, merken wir uns Psoas. Der Major, also der Soldat der Bundeswehr, ist ganz leicht zu merken. Er steht nämlich für Major. Wie gesagt, ganz einfach. Hier haben wir also den Musculus Psoas Major. Das Hippo quetscht sich ja hinter dem Major, der das so ekelige Aas ist, hindurch. Und damit können wir uns merken, dass der Nervus iliohypogastricus hinter dem Musculus Psoas Major herzieht. Schau einmal hierher. Hier liegt nämlich ein quadratischer Lumpen auf dem Boden und das kranke Hippo, das läuft jetzt schnurstracks über diesen quadratischen Lumpen drüber.
Aber das ist vielleicht auch ganz gut so, dann bringt es immerhin nicht den ganzen Schmutz und auch die Bakterien von seinen Füßen in den Rest der Wohnung. Oh, hoppla! Jetzt ist das Hippo auf dem quadratischen Lumpen ausgerutscht und der Länge nach hingefallen. Aua! Dem armen Hippo widerfährt aber auch immer nur Unglück. Der quadratische Lumpen steht für den Musculus Quadratus Lumborum. Mit dem Wort quadratisch merken wir uns Quadratus. Und der Lumpen steht für Lumborum. Musculus Quadratus Lumborum. Das kranke Hippo, das ja stellvertretend für den Nervus iliohypogastricus steht, läuft ja über, also auf dem quadratischen Lumpen. Damit merken wir uns nun, dass der Nervus iliohypogastricus auf dem Musculus quadratus lumborum verläuft. Hör mal, ist das etwa ein Zug, der da so pfeift? Hier brettert einfach eine transsibirische Eisenbahn mitten durch die Tür. Oh weia, nein! Die Glasscheibe der Tür wird volle Kanne zerschmettert und die Teile fliegen durch den gesamten Raum. Meine Güte, hat die mich vielleicht erschrocken? Und sieh mal, auf der Eisenbahn steht jetzt eine Frau, die total abdanced und anscheinend Werbung für ein Konzert oder sowas macht. Sie hat sich von der Tür nicht beirren lassen, aber jetzt verliert sie plötzlich das Gleichgewicht und oh, fällt vor der Eisenbahn herunter. Doch die Eisenbahn bleibt nicht stehen, also rennt die Frau, die eigentlich abdancen möchte, fluchend hinter der Eisenbahn her. Was ein Spektakel! Das kranke Hippo ist so begeistert von der Konzertwerbung, dass es seine Krankheit kurzzeitig vergisst und ohne Zögern mitten durch die transsibirische Eisenbahn hindurchläuft, weil es ja so schnell wie möglich zum Konzert möchte. Wofür steht diese kunterbunte Szene? Die transsibirische Eisenbahn steht für Transversus. Mit der Frau, die abdanced, merken wir uns Abdominis. Insgesamt steht also die transsibirische Eisenbahn, auf der eine Frau abdanced, für den Musculus Transversus Abdominis. Das kranke Hippo kann es ja kaum erwarten, endlich zum Konzert zu kommen. Deswegen läuft es einfach durch die transsibirische Eisenbahn hindurch. Damit können wir uns merken, dass der Nervus iliohypogastricus den Musculus transversus abdominis durchbohrt. Na, was haben wir da? Da ist jetzt wieder die transsibirische Eisenbahn unterwegs, durch die das kranke Hippo gerade eben durchgelaufen ist. Puh, also das Hippo hat aber echt Glück gehabt, dass es sich nicht verletzt hat, obwohl es ja durch die Eisenbahn durchgelaufen ist. Wie ist sowas möglich? Und die Frau, die danst jetzt wieder auf dem Zugdach ab, als wäre gar nichts passiert. Sie lässt sich auch nicht beirren, als die Eisenbahn einfach stehen bleibt. Hier ist wohl jetzt die Endstation erreicht, um die Fahrgäste zum Konzert zu bringen. Und huch, da oben an dem Haken hängt jetzt einfach ein zappelnder Internatsschüler, der einen Obladenlebkuchen in seiner Hand hält. Dem Armen wurde wahrscheinlich ein Streich gespielt. Oh weia, nein! Jetzt reißt auch noch die Kleidung von dem Internatsschüler und er fällt auf den Boden, sodass das Hippo jetzt zwischen der transsibirischen Eisenbahn, auf der immer noch die Frau abdanzt, und dem Internatsschüler mit dem Oblatenlebkuchen steht. Der Internatsschüler zumindest ist jetzt froh, dass er endlich wieder festen Boden unter den Füßen hat. Und zwar so froh, dass er gleich eine Runde abdanzt. Aber deshalb bemerkt er auch gar nicht, dass das Hippo ihm einfach den Oblatenlebkuchen aus der Hand wegschnappt. Das kranke Hippo möchte schließlich so schnell wie möglich wieder zu Kräften kommen.
Aber das ist jetzt einfach so dem armen Internatsschüler den Orbelatenlebkuchen klaut, finde ich schon ganz schön frech von unserem Hippo. Was merken wir uns mit dieser Szene hier? Der Orbelatenlebkuchen steht für Oblikos und der Internatsschüler für Internus. Das Abdancen steht für Abdominis. Insgesamt steht also der Oblatenlebkuchen, den ein Internatsschüler in der Hand hält und gleichzeitig abdanzt, für den Musculus Obliquus Internus Abdominis. Unser Hippo steht ja in dieser Szene zwischen der transsibirischen Eisenbahn, auf der die Frau abdanzt, und dem Oblatenlebkuchen, den der Internatsschüler in der Hand hält. Anatomisch gesehen verläuft also der Nervus iliohypogastricus zwischen dem Musculus transversus abdominis und dem Musculus obliquus internus abdominis. Ja, ich hoffe, dir hat das Video jetzt geholfen und ich hoffe auch, dir hat es genauso gut gefallen wie unser Plexus brachialis Video. Wenn das der Fall war, lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniere auf jeden Fall auch unseren Kanal, dann verpasst du auf jeden Fall keine weiteren Videos mehr, keine weiteren Gedächtnispaläste von uns oder von mir. Deswegen auf jeden Fall Daumen nach oben und abonnieren, damit unterstützt du uns auch und ja, darüber würden wir uns freuen. Ja, und du fragst dich jetzt vielleicht, wo gibt es den zweiten Teil, wo gibt es die weiteren Videos zum Plexus lumbalis? Da ist es so, du findest den Link hier oder unten in der Beschreibung zu unserem Lernpaket und dort findest du auf jeden Fall aktuell schon den zweiten Teil zum Plexus lumbalis bzw. zum Nervus iliohypogastricus. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wann du dieses Video schaust. Wenn du das sehr zeitnah dir anschaust, gibt es auf jeden Fall den zweiten Teil. Wenn du aber das Video jetzt in ein paar Wochen, nachdem es veröffentlicht wurde, anschaust, kann es schon sein, dass es die ganzen restlichen Nerven zum Plexus lumbalis auch schon in unserem Lernpaket gibt. Also es hängt ein bisschen davon ab, wann du dieses Video schaust, aber versprechen kann ich dir, dass es den zweiten Teil zum Plexus lumbalis, eben zum Nervus iliohypogastricus, auf jeden Fall auch schon in unserem Lernpaket gibt. Ja, und wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, dann teile auch gerne das Video, hilf anderen damit, würde mich freuen, du unterstützt uns somit. Und in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall gute Nerven beim Lernen der Nerven, wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Spaß auch beim Lernen und gutes Gelingen bei deinen Prüfungen. Mach's gut, ciao!